Und wir können gerne mal einen ganzen Stream darüber debattieren. Aber ich habe euch dieses Spiel heute versprochen. Und wenn ich da nicht jetzt reinstarte, mache ich es heute gar nicht mehr. Und dann muss ich mir die nächsten 4 Stunden anhören. Wann fangen wir jetzt endlich an mit Crusader Kings 3? Und deswegen fangen wir jetzt an mit Crusader Kings 3 und führen das Gespräch über Weisheit an einem anderen Tag. Maßvoll, gerecht, zynisch. Zynisch wäre doch jetzt passend, ne? Was kriegt er denn bei zynisch dazu? Bildung und Ränkespiel. Auf was wird er ausgebildet? Auf Diplomatie. Was gibt ihm maßvoll? Maßvoll gibt ihm nur das hier und gerecht gibt ihm sicher Diplomatie, oder? Nee, auch nicht. Ränkespiel runter, aber das und das hoch. Gerecht wäre actually das Beste für den kleinen Knaben hier. Jut. Jut. Wenn du deine Schwester vögeln kannst? Nee, nicht deswegen. Aber wir wollten ja eine frauendominierte Religion umsetzen. Und dafür müssen wir noch ein paar Sachen hinbekommen. Ein paar Sachen müssen wir noch schaffen dafür heute. Religion reformieren klingt wie Brennholzverleih. Ja. Ich bin noch in kein anderes Königreich eingedrungen, oder? Ich glaube, ich habe noch keinem anderen König für sein ganzes Königreich den Krieg erklärt. Das heißt, wir könnten jetzt passend einfach in Irland einfallen. Laute Rufe, Ilyana zum Neiding zu erklären. What the fuck? Eine Parade wichtiger Einheimischer aus Sinktuna hat den Tag damit zugebracht, durch meinen Saal zu marschieren. Jeder von ihnen hatte sein eigenes Beschwernis, über das er klagte. Doch die Ursache war stets die gleiche, meine Tochter Ilyana. Manche beschwerten sich über ihr Verhalten, andere über ihre mangelnde Ehre. Doch in einer Sache waren sich alle einig, sie ist eine Schande für den Hof. Die ungewaschenen Massen rufen nach nichts Geringerem, als sie zum Neiding zu erklären und sie somit auszustoßen. Hä, sind die irre? Das ist meine Erbin. Sind die komplett von allen Geistern verlassen, dass sie meine Erbin vom Hof jagen wollen? Sag mal, geht's denen noch gut? Das ist insane. Runter mit den Köpfen. Das ist nicht so weise. Ach, ich habe noch Leute in meinem Kerker, ne? Ach, jetzt nicht mehr. Der Letzte ist gerade noch gestorben. Nein. Wollen wir Irland mal eben einnehmen? Der kann sich auch keine Söldner leisten. Also, das würde eigentlich ganz gut reinpassen gerade. Mir noch Irland einzuverleiben. Ich habe halt nicht so viel Geld gerade. Das heißt, ich glaube, wenn ich da jetzt Krieg erklären würde, dann wäre ich sehr schnell wieder komplett pleite. Andererseits, ich kann gleich eine Pilgerreise machen. Das sollten wir zuerst machen. Bevor ich irgendwas anderes mache, warten wir erstmal die Pilgerreise ab. Das sollte ich auf jeden Fall machen. Damit das mit der Religion dieses Mal klappt. Das wäre echt scheiße, wenn es nicht gehen würde. So wäre es das. Ach, das ist meine Halbschwester. Die heißt gleich wie meine Tochter. Ich bin sehr verwirrt. Meine Halbschwester heißt gleich wie meine Tochter. Ich hinterfrage es nicht. Wird schon passen.
Hallo Sabine. Ja, ich hatte sehr viel Spaß. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Danke der Nachfrage. Solange deine Halbschwester nicht deine Tochter ist, so viel Kreis haben wir noch nicht im Stammbaum. Wohlgemerkt noch nicht. Das wird noch. Das wird auf jeden Fall noch. Wir haben es gleich. Im November. Nächsten Jahres. Im November nächsten Jahres haben wir dann alles. Das interessiert mich eigentlich alles nicht. Warum gibt mir Keusch 2 Bildungswerte? Also mit welcher Logik? Bekomme ich das, weil ich keine Zeit habe, über Sex nachzudenken? Oder mit welcher Logik? Mit welcher Logik? Es steht tatsächlich da, er hat keinen Gefallen an intimen Kontakten und meidet die Verlockungen des Fleisches. Also wahrscheinlich ist es wirklich damit begründet, dass ich mir keine Zeit um Sex, also für Sex nehme und gebe. Denkst halt mehr mit dem Hirn und weniger mit dem Pimmel, I guess. Ja. Ey, ging mein, also ganz, ganz hart ausgesprochen gerade, ging mein Post nicht raus? Habt ihr keine Meldung bekommen, dass ich online bin? Oder was ist da heute los? Oder hat meine Community einfach überhaupt keinen Bock auf mich um die Uhrzeit? Pain, ey. Pain. Schade. Schade. Vorbei sind die Zeiten, an denen ich relevant genug war, um jede Uhrzeit streamen zu können und meine Community sich dafür interessiert hat. Wild. Ja, ist, wie es ist. Ist, wie es ist. Hallo Chris. Was will der haben? Der will den Kreisel haben. Nee, das kann sie vergessen. Ja, ich habe gestern gesagt, dass kein Stream ist und habe dann aber auf Twitter und im Discord Bescheid gegeben, dass ich extra am Abend ankomme, damit es nicht ausfällt. Nein, das hat nichts damit zu tun, dass ihr nicht genug seid. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und es wäre schön, dass, wenn ich ehrlich mit sowas umgehe und euch das transparent, also, oder anders gesagt, ich werde als Influencerin sehr, 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 sehr oft gefragt, wie ich mit solchen Dingen umgehe. Und es wäre schön, wenn ich transparent bin und euch offen und ehrlich einfach Bedenken äußere, wenn man mir dann da keinen Strick draus macht und mir die Worte nicht im Mund umdreht, um sich selbst in eine Opfer zu stellen, obwohl es gar nicht um Opfer und Täter oder irgendwas dabei gerade geht, sondern ich einfach nur anbringe, dass es natürlich für eine Influencerin, die gerade 20 Tage im Krankenstand war und deswegen mega Stress hatte, das einfach Bauchschmerzen bereitet, wenn ich als selbstständige Influencerin ein Drittel meiner Durchschnittsreichweite erreiche in einem Stream, weil die Leute nicht dafür sich interessieren, dass ich heute da bin. Sowas macht einfach Angst und es wäre schön, wenn ich das einfach sagen dürfte, ohne dass der Chat mir irgendwelche komischen, emotionalen, manipulierenden Dinge in den Chat reinschreiben würde. Das ist nämlich ultra unangenehm. Dum-dum.
So. Wir haben noch ein... Ja, dann können wir endlich die Pilgerreise machen. Sehr gut. Ja, ist trotzdem ein großer Unterschied, Greenscale. Dankeschön, Zollplayer, für die 100 Bits. Dankeschön, Dankeschön. Darf man fragen, warum du krank warst? Ich wurde operiert, zwangsweise. Ich wurde operiert und ursprünglich hieß es, dass ich 1 bis 2 Wochen ausfalle. Und dann gab es bei der OP Komplikationen und dann war ich 20 Tage weg. Aber es ist alles gut gelaufen. Also es ist alles okay. Aber das war einfach, ja, ein bisschen scheiße. Ah, mein Diplomatiewert bei meinen Kindern wird jetzt hochgepusht. Das ist sehr, sehr cool. Ich glaube, weil ich Familienhierarch fertig ausgebildet habe, dadurch genau zur Herrschaft erzogen, können meine Kids mehr Werte bekommen. Das ist ganz geil. Okay, wartet mal. Wir haben hier eine Freiheitsfraktion. Wo ist sie denn? Hier. Aber um den muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Das ist mein Cousin. Also wenn der eine Tochter kriegen würde mit seiner Frau, dann könnte ich da auch einfach einen Waffenstillstand reinbekommen. Aber dafür müssten die erstmal ein Kind kriegen. Ich kann nichts verheiraten mit denen gerade noch. Hallo Dario und hallo Bane. Nee, ich habe keine Schmerzen mehr, aber danke für die Frage. Ich kriege jetzt endlich Luft, ja, Gecko. Und dankeschön, Stormy, das ist sehr lieb. Vielen lieben Dank. Und dankeschön, Flip, für die 11 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, dankeschön. Dankeschön und hallo Dario. So. Geil, den kann ich rüberschieben. Das ist eigentlich ganz gut. Jawohl, jawohl, jawohl. Aber ich will, dass sich das hier auflöst. Warum mag mich der so wenig? Kriege ich den vielleicht einfach dazu, dass wir uns anfreunden? Vielleicht will er keinen Krieg mehr mit mir, wenn wir uns anfreunden. Ist ja nur so eine Idee. Vielleicht reicht das ja schon, dass wir uns einfach anfreunden und uns dann mögen. Vielleicht reicht, dass wir uns mögen. Ja, das ist Iron Man, ja. Hallo Wandorf. Hashtag Two Girls One Car. Sabine. Alter, wie viele Nebenlinien einfach entstehen. Junge, wir haben so viele Nebenlinien mittlerweile. Und hallo, I'm Duke. Nuke. Hallo, hallo. So. Ja, mein Schwiegersohn. Das ist mein Schwiegersohn. Das heißt, da wird jetzt gleich eine Ehe umgesetzt. Da wird jetzt gleich eine Ehe umgesetzt. November. Los, gib mir November. Los! Oh mein Gott, meine Frau ist schon wieder schwanger. Ah. Hallo Shusha. Haben Nebenlinien irgendeinen spielerischen Einfluss? Ja. Tatsächlich kannst du Dynastiemitglied, also Oberhaupt sein, aber du kannst auch Hausoberhaupt sein. Damit wärst du das Oberhaupt von einer Nebenlinie. Das ist gerade, wenn du selber, also es macht einfach einen Unterschied, was die
was die Möglichkeiten angeht, also was so, ja, dein Haus dann angeht und die Kontrolle darauf, wer wie wo mit wem heiratet und solche Sachen. Also gerade wenn du selber spielst, ist es sehr viel wert, weil du nicht die, du musst nicht der Wichtigste in deiner Dynastie sein, um ein bisschen was in deiner eigenen Familie steuern zu können. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Das gibt einem so ein bisschen mehr Möglichkeiten. So, und jetzt können wir nach Paderborn. Boah, das war teuer. War fast pleite, ne? Haus oder Oberhäupter dürfen Perks wählen. Ich glaube, das geht eine Dynastie. Mit Dynastie da. Kalostolti. Hallo Dark Nexus. Oh, mein Schwiegersohn ist im Knast. Mein Schwiegersohn ist im Knast. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Krieg ich die an meinen Hof? Ich krieg die auch nicht an meinen Hof, ne? Aber wir könnten einen Großbjot machen. Und dann könnten wir... Ah, ich habe kein Geld. Ich bin so eine arme... Ich bin so eine arme Kirchenmaus. Yo, jetzt sind wir befreundet und er will nicht mehr. Geil. Es hat also funktioniert. Mich mit dem anzufreunden hat actually geholfen. Lol. Und ich habe noch eine Tochter bekommen. Warum hat die einen Klumpfuß? Hä? Warum hat die einen Klumpf? Hä? Warum hat die einen Klumpfuß? Ist nicht von mir. So, Daichan. Pia hat ein Riesenreich, warum hat sie so wenig Gold? Weil Pia so viel Armee hat. Pia hat viel zu viel Armee und wir haben noch nicht so viel Zeit, es ist noch nicht so viel Zeit vergangen. Ich kann noch nicht so viele Gebäude bauen, die Geld verursachen. Also ich müsste eigentlich müsste ich immer noch ein Stamm sein. Dann würde ich richtig viel Geld machen. Aber ich bin kein Stamm mehr, weil ich das Hochseekönigreich der Nordsee gegründet habe und mich das feudalisiert hat. Das heißt, ich bin jetzt quasi als Wikinger zu früh feudal geworden. Und weil ich zu früh feudal geworden bin, ohne dass meine Kultur genug erforscht hat oder meine Religion überhaupt erst reformiert ist, kann ich auch noch nicht genug Gebäude und gar nichts und verdiene einfach kein Geld. Und meine Armee ist schweineteuer. Also das ist so ein bisschen der Struggle, den ich habe. Und ich möchte aber auch nicht an Armee reduzieren. Ich kann euch ganz einfach zeigen, warum ich nicht an Armee reduzieren möchte. Also die haben so 11.000, die haben so 11.000, die haben nur 5.000, das ist nicht ganz so schlimm. Die haben 3.000, der hat gerade 4.000, da drüben haben wir nochmal 3.000, da drüben haben wir nochmal 2.500, der hat 5.500, der hat 3.000. Und dann guckst du dir das an und dann weißt du, warum du nicht kleiner sein möchtest. Wir sind nämlich... das einzige Asatruische Reich, das es gibt. Das heißt, ich muss diese Armee haben, sonst fällt einfach der Katholizismus über mich herein. Und deswegen habe ich kein Geld. Da ist alles ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig. Alles ein bisschen schwierig gerade. Ich würde ja gern Alba einnehmen. Oder Irland. Haben aber nicht genug Geld, um diesen Krieg gerade zu führen, ne? Wir haben nicht genug Geld, um diesen Krieg gerade zu führen.
Wir könnten auch Alba einnehmen. Wir könnten uns halt ganz Alba einverleihen, da oben, theoretisch gesehen. Damit könnten wir die Hauptinsel uns holen. Ja, Primus, aber dafür brauchst du einen Herrscher mit viel Bildung. Ich kann, wenn ich feudal bin, noch plündern gehen. Das ist eine Eigenart, also ein besonderes Special der Wikinger, dass sie das noch können. Machen wir das? Holen wir uns Alba oder holen wir uns Irland? Holen wir uns Alba oder holen wir uns Irland? Ja, das Problem ist halt, dass die sich auch gar nicht, also der wird seinen Sohn nicht hergeben. Der wird seinen Sohn nicht hergeben, weil das die falsche Religion ist. Das ist halt pain as fuck. Und die kriege ich auch, also Religion halt, ne? Der Sohn von Snorri, mein Cousin und Schwager, möchte jetzt... Yo. Yo. Der möchte meinen Titel. Yo, wat? Das kann er vergessen. Das kann er sowas von vergessen. Aber er kann auch keine Fraktion. Er kann keiner Fraktion gegen mich beitreten. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ja, also Dschihad gibt es zum Beispiel durch den Islam noch, Mira. Alba macht mehr Sinn, glaube ich, weil du mit dem Invasionskrieg auch alles bekommst, was du zusätzlich noch besetzt. So kannst du in der Theorie alles nehmen. Aber ich mache keinen Invasionskrieg, ich nehme nur alles, was zum Digeré-Titel gehört. Oh mein Gott. Der Komplott ist einfach jetzt schon aufgeflogen, ey. Kann man sich nicht ausdenken. Dankeschön, Gerardior, für die 3 Monate. Vielen lieben Dank. Und dankeschön, Herr Schocker, für die 4 Monate. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, dankeschön. Und dankeschön, Crazy Qualle, für die 7 Monate. Vielen lieben Dank. Die ist doch niemals von mir schwanger jetzt die ganze Zeit. Die ist doch in 100 Jahren, ist die jetzt nicht die ganze Zeit von mir schwanger. So wie alle besetzten Grafschaften. Das heißt, ich kann dem alles abnehmen auf einmal? Das wäre halt sick. Leute, wir können Religion reformieren. Wir können Religion reformieren. Ich möchte nur ganz kurz gucken, was haben denn die Religionen alle für Farben? Ich möchte, glaube ich, für das Asatruische, für das reformierte Asatru, möchte ich das hier. Ich liebe Türkis. Ich finde, Türkis ist so eine wunderschöne Farbe. Das da, das ist die Farbe, die ich haben möchte.
Okay, wir wollen weiblich dominiert. Das wird sehr teuer werden. Also wir werden noch mehr Punkte sammeln müssen. Aber ich muss erst mal gucken, wie viele wir brauchen. Wir werden nämlich einige brauchen. Okay, was wollen wir denn jetzt alles drinnen haben, ist die Frage. Hallo Maxel. ÖVP ist back. Oh, nein, die ÖVP ist blau und nicht... Ja. Ja. Sie sind türkis, ich weiß. Ich will Türkis nicht hergeben. Ich will Türkis nicht hergeben. Boah, Reinkarnation ist halt auch eine mega geile Sache, oder? Also Reinkarnation finde ich ist auch eine mega geile Sache, wenn Kinder die Chance haben, einfach als Reinkarnation eines Ahnen betrachtet zu werden und einfach einen Bonus bekommen, weil sie auf die Welt kommen. Das finde ich ist eine mega, mega coole Sache. Also erstmal Schutzsteuer für Ungläubige klingt stark bei all den Christen. Das ist nur, wenn die in meinem Gebiet sind. Dankeschön, Silent, für die 15 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Dafür müsste ich die ja in meinem Gebiet behalten wollen. Ja, es ist nicht so overpowered, aber für LP finde ich es halt geil. Das würde zur Religion des Hexenzirkels passen. Schon, ne? Ich finde auch, dass das gut passen würde. Ich finde auch, dass das einfach so... Ahnenverehrung wäre halt richtig overpowered. Ahnenverehrung wäre so sick. Gerade in Bezug auf das, wie bekannt halt meine Dynastie schon ist. Wie viel Prestige meine Kinder einfach von sich aus mitbringen würden. Das wäre halt insane. Ahnenverehrung würde halt, boah, krass. Hallo Leon. Okay, lass uns erstmal das andere durchgehen. Wir haben weiblich dominiert, das wollten wir ja machen. Wir sind fundamentalistisch. Anhänger anderer Glauben hat einen Meinungsmalus von 200%, Gemeindebekehrungstempo plus 20%, Grafschaft mit anderen Glauben treten sehr viel wahrscheinlicher Fraktionen bei. Ah. Wir wollen rechtschaffen sein. Hallo Losbub, wir wollen die andere Religion wegballern. Die anderen, die es gibt, auf jeden Fall. Wir wollen die Konkubinen behalten. Ich mag die Konkubinengeschichte. Ich finde, erfordert Zustimmung bei der Ehepartnerscheidung auch ganz gut, weil dann entscheiden das einfach wir, ob sich Leute in unserer Familie scheiden lassen dürfen. Und das finde ich gut, dass ich das entscheiden darf. Das gibt mir ein bisschen mehr Macht über meine Familien. Legitimierung, Bastarde finde ich gut. Ja, Inzest, here we go.
gleichgeschlechtliche Beziehungen akzeptiert. Was sind denn Perversionen? Was zählt denn als Perversion? Hexerei akzeptiert, auf jeden Fall. Perversionen sind Tiere? Objektophilie, Sodomie, Sex mit Tieren vielleicht. Lass ich das mal so, wie es ist. Weiblicher Ehebruch, definitiv erlaubt. Wenn ich den weiblichen Ehebruch erlaube, brauche ich gar keine Konkubinen. Ne? Ich sag's ja nur. Machen wir es vielleicht erstmal auch verpönt, dann ist es billiger. Aber dann ist es zumindest nicht mehr weg. Klerikales Geschlecht, beide. Klerikale Funktion, Rekrutierung, das passt. Das wird teuer. Das wird teuer. Es gibt auch göttliche Vermählung. Anhänger, die mit engen Verwandten verheiratet sind, erhalten +10 Meinung bei Vasallen desselben Glaubens. Das ist gut. Das ist bei meinem Inzestplan eine sehr, sehr gute Sache. Das sind die Punkte, von denen wir 2800 haben, genau. Und das ist schon -50%, Taben. Das ist schon -50%. Die Frage ist jetzt noch mit dem Glaubensoberhaupt. Wollen wir ein Glaubensoberhaupt haben? Ich hätte jetzt keines gewählt. +3850. Wir müssen noch ein bisschen sammeln. Hallo Yukine und danke für die 22 Monate. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Wisst ihr, was richtig gut funktioniert? Wisst ihr, was richtig, richtig gut funktioniert? Ich kann keinen Krieg anfangen, wenn ich die ganze Zeit Freiheitsfraktionen habe, die sich gegen mich aufbauen. Das macht halt massive Probleme. Ja. Aber wer ist denn das Glaubensoberhaupt und bestimmt bei Ehescheidungen Hausoberhaupt? Wenn du kein Glaubensoberhaupt hast, bestimmt das Hausoberhaupt, ob sich die Leute scheiden lassen dürfen oder nicht. Also ich. Ich will ja nicht sagen, dass mein Charakter sehr viel kontrolliert, aber mein Charakter kontrolliert sehr viel. Ich wollte diesen Krieg nicht, aber mir fehlen 1000 Punkte in Frömmigkeit und die beste Möglichkeit, 1000 Punkte in Frömmigkeit zu machen, ist dem Nachbarskönig, der zufällig katholisch ist, ein ganzes Königreich abzunehmen. Das ist nicht aus Böswilligkeit passiert und auch nicht aus Gier, gar nicht. Also das ist auch überhaupt nichts Persönliches. Mir bleibt keine andere Wahl.
Ich kann gar nicht anders, als die Sachen einnehmen. Ich würde, wenn ich könnte. Aber mir bleibt keine Wahl. Die Dinge passieren einfach. Ja, auch wenn der hat, ich weiß, dass da safe gleich Söldner kommen werden. Der hat auch schon Söldner drinnen. Aber auch mit Söldnern wird der das nicht verteidigen können. Das einzige Problem, das ich habe, ist Geld. Geld ist mein größtes Problem tatsächlich. Ach, ich habe zusätzliche Steuern erhalten. Doch kein Geldproblem. Na, sowas. Oh, ich habe noch einen Sohn bekommen. Hans? Nein. Nein. Ich will keinen Hans. Das ist ein nordischer fucking König. Das ist nicht Hans. Das ist Ott. Ott ist ein guter Name. Hans-Peter. Ich gebe euch gleich Hans-Peter. Wo ist die fremde Armee? Also wo ist die feindliche Armee? Irgendwo müssen die sein und ich weiß nicht, wo die sind. Und das macht mir mega die Sorgen. Irgendwo müssten halt 12.000 Mann sein. Der hat auch extra, der hat noch Söldner geholt, oder? Ja, der hat noch Söldner geholt. Wo sind die? Also hier sind 1.500, die kriegen wir jetzt abgefangen. Die sind RIP. Die kommen nirgendwo hin. Also der läuft jetzt da in meine 1.400 irgendwas ran. Aber meine 194, aber meine Leute kommen rechtzeitig an. Alter, wenn die nicht rechtzeitig ankommen, kriege ich einen Anfall. Klar. Klar. Wie soll es auch sonst laufen? Dankeschön, Sadi, für die 29 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Danke, 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 danke schön. Vielen lieben Dank. Und hallo, Purit. Manchmal verstehe ich es nicht. Und dankeschön, Black Xavier, für die 10 Monate und dankeschön, Shiny, für die 2 verschenkten Subs. Vielen lieben Dank. Danke, 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 danke schön, das ist sehr lieb. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Der ist einfach nur scheiße, wirklich. Es war halt fast eingenommen. Es ist einfach nur scheiße. Und Dankeschön wegen den Subs, ihr Lieben. Danke, Donko. Das war halt quasi schon durch. Der Drops war halt quasi schon gelöscht. Gelöscht, gelutscht. Ah, da ist die Armee, die gegnerische. Jetzt wissen wir, wo die ist. Warum lädt das Spiel bei mir momentan so oft nach? Das ist das Einzige, was ich weird finde. Ich habe echt oft so dieses Ladeding. Ich bilde mir ein, das hatte ich früher nicht so oft.
Und was weiß ich? Was weiß ich? Meine Frau ist schon wieder schwanger. Die hat hundertprozentig eine Affäre. Ich sag's euch, wie es ist. Die hat hundertprozentig eine Affäre. Wir sind seit so vielen Jahren verheiratet. Ich bin keusch und schwul. Und jetzt wirft die ein Kind nach dem nächsten. Das sind nicht meine Kinder. Das sind hundertprozentig nicht meine Kinder. Das sind hundertprozentig nicht meine Kinder. Die sind von irgendwem anderen, aber nicht von mir. Warum bewegt er sich nicht? Jetzt bewegt er sich. Ich kämpfe mit meiner eigenen Armee, sehe ich gerade. Und ich finde es nicht so gut. Ich sollte nicht in meiner eigenen Armee kämpfen. Eigentlich. Ich finde es gar nicht gut. Ich finde es gar nicht gut. Das sieht aber gut aus. Das sieht aber sehr, sehr gut aus. Ich habe ein bisschen zu viele Baustellen gerade für meinen eigenen Geschmack. Es sind sehr viele Schlachten, die wir gerade gleichzeitig führen. Und das geht sich jetzt schon wieder nicht aus. Oder? Nee, das verlieren wir gleich wieder, bevor die Armee drin ist. Ich sehe das schon kommen. Hilft der da unten? Das wäre großartig, wenn der da unten helfen würde. Weil dann könnte ich hier oben stehen und glücklich sein. Was ist mit meinem Sound? Das ist die andere Frage. Nein, er ist nach oben gelaufen. Das heißt, ich verliere das jetzt da unten, weil der Dude sich spontan entschieden hat, nochmal einen Ausflug nach oben zu machen. Bruder. Bruder. Never forget about KI. Never forget about KI. KI is always strange. Hallo Kauligio und Dankeschön Paul für die 6 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Und der steht jetzt einfach da. Das sind 200 Mann und der steht da, statt dass er reinrennt. Ich hasse die KI. Und jetzt verliere ich da unten meinen Belagerungsfortschritt. Und jetzt verliere ich da unten meinen Belagerungsfortschritt und jetzt bewegt er sich. Mann, das ist halt wirklich, also manchmal verstehe ich es nicht. Manchmal verstehe ich die KI einfach nicht. Sie steht daneben und sie greift nicht an und ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe einfach nicht, warum. Ich glaube, das versteht die KI selber auch nicht. Und jetzt greifen sie es an. Ach komm. KI ist so Pain, wirklich. KI ist so Pain. Mm.
Ach, die wird da abgefangen, ne? Wie machen wir das? Wie machen wir das oben jetzt? Ich muss das oben liegen lassen. Und der Armee zur Hilfe eilen, ohne dass mir hier was zerrissen wird. Ich muss alles bewegen. Das hilft nix. Ja. Ja. Ja, so muss das. Und wo sind jetzt meine... Wann fangen sich die wieder? Ja, super. Sagen wir so, bei Kreuzzügen, ja, ist Katastrophe. Es wäre so schön, wenn man der KI grob sagen könnte, in welche Richtung sie ihre... Es wäre großartig. Es wäre absolut großartig. Und er hat sich wieder da oben hingestellt, statt dass er das mit mir unten da hält. Ich verstehe es nicht. Warum steht er da oben? Er hat nichts davon, dass er da oben steht. Er hilft mir weder beim Kämpfen da oben, noch hilft er mir da unten beim Einnehmen, noch verteidigt er irgendwas. Er steht da oben und bewegt sich nicht. Und ich verstehe nicht, warum. Es gibt keinen Grund, warum der da steht. Es gibt ihn nicht. Ich weiß nicht, warum er es tut. Ich weiß es nicht. Und es ist einfach nur ätzend. Ich weiß es nicht. Ich habe hier noch was plündert, deswegen kann ich es nicht auflösen. Okay. Ich habe sehr viel zu viel Sachen gerade. Also ich habe, wie viel habe ich denn jetzt eingenommen? Der trägt halt den Titel noch. Der trägt halt den Titel Königreich von Alba noch. Was ich extrem witzig finde und ich kann es mir nicht leisten, ihm den Titel abzunehmen. Ich habe kein Geld dafür, ihm den Titel abzunehmen. Ich finde das unfassbar witzig. Kann ich dir da oben... Ich kann dir die Sachen nicht geben, weil du die sowieso erben würdest, ne? Ach doch. Aber nicht alles, weil du halt viel erben würdest. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss das alles sortieren. Ich muss das alles sortieren. Ich muss das alles... Ich muss das alles sortieren. Und das kostet mich alles Geld. Ich würde es halt gern ihr geben, aber ich kann es ihr nicht geben, weil sie eine Frau ist. Ich will die ganzen Sachen auch gar nicht haben. Also, ich will das gar nicht haben. Ich wollte einfach nur ein bisschen größer sein. Ich wollte einfach nur ein bisschen größer sein. Ich wollte nicht so viel größer sein. Ich wollte...
wollte nie so groß sein. Was mache ich denn jetzt? Ja, ich wollte Frömmigkeit, aber nicht so viel Gebiete. Wem gebe ich das denn jetzt? Habe ich noch irgendwie einen Bruder oder so? Die sind halt alle schon Könige. Ich habe schon so viele Titel. Und da sind schon voll viele tot auch einfach. Wer ist das denn? Das ist mein Schwager. Das ist meine Halbschwester. Ja, wenn ich das dem einfach gebe. Der sieht doch nach einem guten Dude aus. Der kriegt das jetzt einfach alles. Und mit alles meine ich alles. Der kriegt da jetzt einfach alles. Alles, was da oben so durch die Gegend fleucht. Einfach alles. Ich will das alles nicht. Da. Gratulation. Mach damit, was du willst. Sobald ich den Königstitel habe, gebe ich dem Dude einfach den Königstitel und dann zäuft sich das von selbst. Dann hat er den Königstitel von Alba da, was auch immer das ist. Und dann passt das schon. Ich brauche halt ganz, ganz dringend diesen Königstitel. Weil wenn ich den Königstitel habe, dann können die ganzen, dann kann ich den Königstitel vergeben. Und dann sind das alles nicht mehr meine direkten Vasallen, sondern es sind dann die Vasallen meines Königs, der unter mir steht. Und dann können mir nicht die ganzen Vasallen unabhängig von, also alle quasi eine Unabhängigkeitsfraktion oder irgendwas anderes gründen. Weil, meine Frau ist gestorben. Ach so, nee, meine Frau ist nicht gestorben, aber mein Sohn, den sie zur Welt bringen wollte. Ach, sad. Nee, aber dann können die nicht mir auf den Sack gehen, sondern gehen halt dem König auf den Sack, der da irgendwie untergebracht ist. Also, ja. Ach, warte mal, der ist klug, ne? Der ist klug. Dann wollen wir für dich vielleicht doch jemanden raussuchen, der vielleicht ein bisschen mehr Bildungswert hat als ich, weil ich habe nicht so viel Bildungswert. Titel können übernommen werden. Ja, genau, den. Das brauche ich. Und dafür habe ich nicht genug Geld. Das brauche ich. Und dann vergebe ich das alles an den König und dann ist das alles nicht mehr mein Problem. Ich möchte halt, dafür gehen wir jetzt einfach mal hier ein bisschen plündern. Ein bisschen Geld. Ein bisschen Geld schadet nie. Aber wir haben ordentlich Frömmigkeitspunkte gemacht, tatsächlich. Dein Sohn? Ja, offiziell mein Sohn. Zumindest offiziell. Ich würde halt so gerne diese Religion-Reformation durchbekommen. Aber nicht wieder nach Frankreich. Nee. Lothringen. Wir plündern Lothringen. Alles braucht 5 Monate, bis meine Armee da ist. 5 fucking Monate. Was will der denn haben? Nein. Okay, es ist nicht meine Frau, die eine Affäre hat. Mal wissen wir nicht, aber wir gehen zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass es nicht sie ist. Ja. Die ist ein Problem. Das ist die einzige, die.
Einfach alle motivieren, dass sie meine Religion annehmen. Und wenn sie alle meine Religion annehmen, dann machen sie keine Fraktion mehr gegen mich. Weil die Religion ja das Hauptproblem ist, das sie da gerade mit mir hatten. Also einfach meine Religion annehmen lassen. Ich muss nur durchhalten. Ich muss nur Ach, meine Halbschwester könnte auch wieder heiraten. Und wer ist das? Ach, das sieht auch gut aus. Die sind verwandt und die Kinder könnten inzüchtig sein. Gut. Ach, das war mein Hoftutor. Ah, ich habe nicht mitgedacht. Aber ist nicht schlimm. Jetzt hat die auch noch einen mit 39 zumindest ein bisschen was bekommen und ich habe ein Bündnis mit Prussen. Also Prussen. Ist Prussen Preußen? Hallo Feistieter. Windzucht. Ja. Meine Katze hat mir 2 Gold gebracht. Crazy. Dankeschön, Johnson Tod, für die 20 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Der Volksstamm, nach dem Preußen später benannt wurde. Alles klar, dann also ja, sozusagen. Zwei Gold besser als kein Gold. True. True, ich sollte mich nicht beschweren. Ey, ich sehe einfach aus, als wäre ich halb tot. Warum sieht mein Charakter so tot aus? Ich bin gar nicht tot. Ich lebe noch. Warum sieht mein Charakter so tot aus? Granatenkaffee, ja, CK3 wird alles auf YouTube gepackt. Alles, was es gibt. Alter, der Dude ist so sick, schon wieder so viel Gold bekommen. Es wird alles, es wird alles auf YouTube hochgeladen. Nur der gestrige und der heutige Tag ist noch nicht drauf. Sonst ist alles auf YouTube auf dem aktuellen Stand. Ich glaube, wir haben schon genug dadurch. Ja. Und das reicht mir jetzt, damit ich das Königreich von Alba übernehmen kann. Und wir wollen hier auch keine Erbschaftsgeschichte draus machen. Und jetzt, wo ich den Königstitel habe, kann ich einfach hingehen. Und wer war denn der Dude, dem ich da alles gegeben habe? Von meiner Halbschwester, right? War das die? Nee, das war Prussen. Ja, der war das. Prinz Ova, Dingsterbumster von Finnland. Der war's. Und der bekommt jetzt einfach... Ach, das heißt bei mir Schottland. Ja. Und jetzt haben sich die ganzen Fraktionen aufgelöst. Weil das jetzt alles nicht mehr mein Problem ist. Wir haben jetzt Schottland und wir haben da unten England. Und diese Gebiete sind komplett ineinander geschnitten und unfassbar unglücklich, weil die Gebiete komplett zerrissen sind, was die Aufteilungen, glaube ich, angeht. Aber es ist halt komplett egal.
Ja, das ist halt komplett Wurst. Und all diese Titel interessieren mich nicht. Das interessiert mich auch nicht. Das interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht. Das interessiert mich auch nicht. Alles nicht mehr mein Problem. Macht in England, was ihr wollt. Macht in England, was ihr wollt. Das ist alles nicht mehr mein Problem. I don't care. Ich habe das nur... Ich habe diesen Krieg nur geführt... ich habe diesen Krieg nur geführt, damit ich Glaubenspunkte sammle. Mann, was haben wir denn jetzt schon wieder für eine Fraktion gegen mich? Ah, das sind alles nur Bauernaufstände. Bauernaufstände sind alle komplett egal. Scheiß auf Bauernaufstände. Nobody cares. So, aber ihr müsst alle asatruisch werden. Das brauchen wir auf jeden Fall. So, das ist alles nordisch und das soll auch alles langsam, aber sicher hellblau werden. Alles. Alles, 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 alles. 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 Dankeschön für die 30 Monate, Bestel. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Weil diese Dinge interessieren mich halt nicht, ne? Ich kann meine Cousine als Konkubine nehmen. Das ist alles ein bisschen, also das ist, ja. Wenn der Pöbel kein Brot hat, soll er halt Kuchen essen. Das hast du jetzt gesagt. Das hast du jetzt gesagt. Die sind nur verlobt, ne? Das heißt, das kann ich auch noch aufbrechen, dann, wenn es stören sollte. Das kann ich auch noch aufbrechen, wenn es sein, wenn es stören könnte. Ein Großblot, wenn ich... Da fehlt mir halt auch Geld. Aber mit einem Großblot würde ich halt auch die ganzen Glaubenspunkte kriegen, die ich noch brauche. Habe ich noch Leute in meinem... Ja. 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 Einfach weiter... Meine Katze ist gestorben. Scheiße. Ui, danke schön, Gaius, für den Raid, das ist ja nett. Vielen, vielen lieben Dank und Hallöchen an alle. Ein Wunder, Wunder, wunderschön. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Hallo Clippy und hallo Gaius. Clippy, dich habe ich euch vorhin schon begrüßt, ich bin doof. Meine Katze ist gestorben, was eine Scheiße. Was eine Scheiße, das war nicht der Plan. Das war nicht der Plan. Nee, ich habe kein Geld, um sie auszustopfen. Sonst hätte ich das gemacht. Ich habe einfach kein Geld für die ganzen Sachen gerade. Was ist da denn los? Warum ist denn... Warum hat das denn eine andere Farbe? Was? Das gehört Deutschland? Hä? Wie kommt denn Deutschland da nach oben? Was ist das denn? Leute... Die Bauern kommen.
Leute, die Bauern kommen. Wir kriegen einen riesigen Bauernaufstand im ganzen Land. The fuck? The fuck? The fuck? Nicht die Bayern, die Bauern. Also, was? Wie viele das auch werden, ey. Holy shit. Wie viele das auch werden gerade. Krass. Viele Gefangene für den Bjot. Ja, true. Ach, guck mal, da oben haben wir auch Gebiete verloren. Da oben haben wir auch Gebiete verloren. Wann ist das denn passiert? Moment mal. Moment mal. Wann wurde der denn abgesetzt? Der war doch König von Schottland. Ach, der hat's nicht geschissen bekommen, die ganzen Gebiete zu verteilen. Der hat es nicht geschissen bekommen. Die ganzen Gebiete zu verteilen. Ach, scheiß, die Wand an. Und deswegen hassen die ihn und... Boah, ich hoffe, die startet einen Aufstand gegen mich. Ich hoffe, die startet einen Aufstand gegen mich. Hallo Lucario, wenn die einen Aufstand gegen mich startet, kriege ich einfach meinen Königstitel wieder zurück. Lol. Und hallo Schleser. Das wäre halt viel zu funny. Das wäre halt viel zu funny, dann ist es einfach wieder da. Will ich da oben mit dem auch nochmal Krieg anfangen, ist die Frage. Ist halt nicht worth it. Der hat halt so viel. Warum hat der so viele? Der hat halt immer noch 3000 Söldner. Wann hört er denn auf, Söldner zu haben? Wann hört er denn auf, Söldner zu haben? Oh, wir haben weiser Mann bekommen. Bildung plus eins. Schön. Schöne Sache. Aber wann hört er denn auf, Söldner zu haben da oben? Hallo Mitchell. Oh, und Miss June hat auch übergeradet. Ich hatte das gar nicht gesehen. Es tut mir leid. Vielen lieben Dank für den Raid. Und Hallöchen an alle. Was habt ihr gemacht? Was gab es bei euch? Wir spielen gerade noch ein bisschen Crusader Kings 3, wird aber heute nicht ewig lang werden, weil ich morgen in der Früh eine Fahrstunde habe. Aber wir spielen gerade noch ein bisschen Crusader Kings 3. Dankeschön für den Raid. Vielen lieben Dank. Ein Sattelschrank gebaut für den Stall. Oh, wie cool. Oh, das ist richtig geil. Dankeschön, Sarex, für die 6 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Wir waren heute auch im Reitstall. Und dann haben wir Theorieunterricht gemacht. Weil es
Entschuldigung. Weil es so stürmisch war, dass das einfach keinen Sinn gemacht hätte. Es hätte einfach keinen Sinn gemacht, Unterricht zu machen. Das hätte überhaupt keinen Sinn gemacht. Und deswegen haben wir dann einfach Theorieunterricht gemacht. Und das war auch sehr spannend. Also hat auch gut gepasst, kann man nichts sagen. Hat auch gut gepasst. Mal könnten wir uns mit dem da oben verbünden. Mit dem Dude in Irland. Bisschen frisches Blut. Ein bisschen frisches Blut. Vielleicht auch noch eine Freundschaft. Dann biete ich ihm das Vasallentum an. Und dann wird die Nordsee um Irland vergrößert. Das klingt doch nach einer guten Sache. Ach, Snorri ist erwachsen geworden. Alter, der sieht so fertig aus jetzt schon. Der ist echt 16. Er ist 16 und der sieht einfach so fertig aus. Jetzt schon. Heieiei. Leute, wir haben es bald. Und irgendein König wurde mein Freund gerade dadurch. Es war das Adlerpresse-Event. Komm schon, gib mir diese Reformation, die wir endlich haben wollen. 3850. We are almost there. Wir sind halt, es geht so langsam voran mit diesem Dude. Es geht so schnarchend langsam voran. Und wir haben Odin schon ausgewählt, oder? Ja, wir haben Odin schon. Wir haben Odin schon. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das ist mir. Wo sind denn die ganzen Aufstände? Ach, hier drüben. Okay. Ist die jetzt eingekerkert? Jawohl. Okay. Vielleicht, es tut mir unfassbar leid. Ich habe Ingfried mit 21 gerade hingerichtet. Aber die hat halt Blattern. Und das ist halt ansteckend. Und ich hoffe einfach, dass ich sie hingerichtet habe, bevor sich das weiter verbreitet hat. Ich weiß, es ist grausam. Ich weiß, man kann darüber diskutieren, ob das moralisch in Ordnung ist. Nein, man kann nicht darüber diskutieren. Es ist absolut nicht moralisch in Ordnung. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich nicht dabei zusehen möchte, wie mein halber Hof stirbt. Das wäre nicht so schön. Joseph Morales ist Crusader Kings 3. Ja, ist, nachdem mir schon mal mein halber Hof weggestorben ist wegen der Pest, bin ich da mittlerweile honestly ziemlich grausam. Ich bin da mittlerweile ziemlich, ziemlich grausam. Aber ich will nicht meinen ganzen Hof sterben sehen an Blattern. Also das ist halt... Hallo Technautica. Nö, nee, für Azathoth ist das absolut moralisch in Ordnung. Jetzt tafelt sie mit Odin. So kann man sich's natürlich schönreden. Jawohl. Und damit ist der Ausbruch an Blattern vorbei. Das funktioniert halt, ne? Es ist halt,
Es ist halt morbide, aber es funktioniert halt leider. Es funktioniert halt leider. Hallo, Frau Taufi. Wie meinst du, PC? Meine Frau ist schon wieder schwanger. Das sind nicht meine Kinder. Das sind nicht, ich sage euch, wie es ist. Das sind nicht meine Kinder. Die hat eine Affäre mit irgendjemandem anderen. Die hat mit irgendjemandem auf diesem Hof eine Affäre. Als ob die jetzt schon wieder, als ob, ich bitte euch. Die hat doch bestimmt irgendwen magst du. Irgendwen. Wir werden es noch rausfinden. Safe hat die eine Affäre. Das kann gar nicht anders sein. Die hat safe eine Affäre. Ach, das hat nicht gereicht, den zu töten. Ich dachte, das reicht bei sowas immer, wenn ich den Hauptdude... Ach, ich habe den nicht gefangen genommen bekommen. Der ist quasi jetzt in einer anderen Armee einfach. Na, super. Kein Geld. Ich habe kein Geld für den Spaß. Ich habe kein Geld für den Spaß. Hört auf, von mir wegzurennen. Hört auf, von mir wegzurennen. Okay, das war kein guter Dude. Okay. Das war kein guter Dude. Habe ich den immer noch nicht? Wo ist er denn jetzt? Alter, wieder dauernd neu. Yo, what? Der ist gestorben? Okay, das ist echt bitter, dass der gestorben ist. Das ist echt bitter, dass der gestorben ist. So, und wo geht der jetzt hin? Wo geht der jetzt hin? Wo fährst du hin, junger Mann? Wo fährst du hin? Ich habe halt keine Lust, mit dir abfangen zu spielen. Warum ist er eigentlich gestorben? An mysteriösen Umständen. Okay, das heißt, er wurde hingerichtet. Okay, I see. I see. I see. Der kommt doch jetzt safe hier hin, oder? Kann mir doch niemand sagen, dass der nicht hierher kommt. Jawohl. Das sag ich doch. Jetzt übernehmen die da überall so kleine Fleckchen und keinem... Also, niemand interessiert's. So, komm, lass dich doch einfach... Ja, jetzt haben wir ihn. Geil, 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 geil. Ich würde den ja hinrichten, aber der ist einfach zu gut, um ihn hinzurichten. Diese ganzen Bauern-Dudes sind immer so gute Krieger, dass ich den halt, also ich rekrutiere die halt immer, weil die sind einfach gut. So, die sind einfach gut. Die sind einfach gut. Wann kann ich denn nochmal eine Pilgerreise machen? In 10 Jahren. Wann kann ich denn Krieg machen? Krieg ist billiger. Krieg ist billiger. Gute Ritter sind ja doch unendlich viel wert. Ja, 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 auf jeden. Krieg.
Ja. Ich habe noch einen Sohn. Wie viele denn noch? Das sind alles nicht meine Kinder. Das sind alles nicht meine Kinder. Das ist alles eine dreckige Lüge. Das sind alles nicht meine Kinder. Wir haben die Stadtplanung. Geil, wir können neue Gebäude. Wir können neue Gebäude. Yo, geil. Geil, 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 geil. Alle umbringen, viel Frömmigkeit. Ich kann nicht meine eigenen Kinder töten, das gibt keine Frömmigkeit. Ja, ja, die Kinder haben alle gute Perks. Ich glaube auch, dass es meine sind, aber ich... Also... Okay, lass es mich anders formulieren. Die Perks kommen bestimmt aus meiner Dynastie. Aber ob sie auch direkt von mir kommen, ist die Frage. Ich glaube meiner Frau ja, dass sie meine Dynastie liebt. Ich glaube ihr nur nicht, dass sie mich liebt. Ich habe viele Cousins und Brüder und Brüder-Cousins. Ja, es sind dann einfach andere Kreise. Es sind dann einfach andere Kreise, die da geführt werden. Egal, es bleibt in der Familie. Ja, so hätte ich das jetzt nicht gesagt. So hätte ich das jetzt nicht gesagt, aber klar. Tausend Shuyokas. Mm. Solange es ein Zirkel bleibt. Ist es noch ein Zirkel? Oh, nie so sicher. Ey, warum braucht das denn so lange? Warum braucht das denn so lang? Warum braucht das denn so lange? Warum braucht das denn so lange? Ach, da kommen sogar mehr Leute. Gut. Und das ist vorbei. Und das ist vorbei. Na, in erster Linie krieg ich für den noch Lösegeld? Nee, der hat nichts mehr, ne? Krieg für die jetzt kein Geld mehr, weil die kein Geld mehr haben. Aber wir können sie hinrichten. Leute, 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 Leute. Leute, 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 Leute. Wir haben es reformiert. Wir haben es reformiert. Wir haben es fucking reformiert. We did it.
So. Und jetzt haben wir, glaube ich, ein ganz anderes Problem. Weil nicht alle meine Vasallen mit konvertiert sind. Das heißt, ich muss mich jetzt stückchenweise darum kümmern, dass die alle mitkonvertieren. Jetzt müssen wir das alles... Da, nice, jetzt ist die Asatruisch, sehr schön. Jetzt müssen wir da alles stückchenweise... Also die sind's alle, aber wir müssen da jetzt stückchenweise uns darum kümmern, dass hier alle Gebiete asatruisch werden. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Aber das wird alles. You see? Das wird alles. Das wird alles. Das wird alles. Die sind alle asatruisch geworden. Die haben das alle direkt mit angenommen. Dankeschön, Devil Bunny, für die 5 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön und Dankeschön. Ich kann meine Vasallen nach Glauben dingsen. Wo denn? Wo denn? Wie denn? Dankeschön, Janika, für den Raid. Oh, das ist sehr nett. Vielen lieben Dank. Und Hallöchen an alle. Einen wunderschönen. Dankeschön. Ich bin halt auch nicht mehr Ewigkeiten heute da, aber trotzdem riesiges Dankeschön. Vielen lieben Dank. Was habt ihr gemacht? Hallo, Crudger. Ah. Sind nur Gäste. Ach, die. Das hilft sehr viel. Danke für den Hinweis. Das hilft sehr, sehr viel tatsächlich. Um hier mal kurz durchzugucken. Und Dankeschön, PC Fruit, für die 5. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für die 5. Für die 5 Verschenkten. Dankeschön. Ach, die hat jetzt schon, ne? Die hat das jetzt schon übernommen. Geil, dann haben wir da nämlich auch noch eine neue Funktion, die ganz wichtig ist für uns tatsächlich. Aber wir haben actually, also fast alle, ne? Der Rest wird das auch stückchenweise annehmen, also... Das dürfte eigentlich kein Problem werden. Die werden jetzt alle stückchenweise asatruisch werden. Es wird halt ein bisschen brauchen, aber ich glaube, das wird schon klappen. Der Eifer ist auch ultra hoch. Ach, das ist alt-asatruisch. Da 100% Eifer, das ist eigentlich echt geil. Da ist eigentlich echt geil. Und das wird sich langsam alles verziehen. Das wird. Oh mein Gott. Und jetzt kann ich die Männer zu Schildburschen machen.
lustig. Ich habe jetzt keine Schildmeiden mehr. Ich habe jetzt Schildburschen. Ist das witzig? Ist das witzig? Das ist ultra witzig. Holy shit. Wir müssen auch unbedingt hier, was Schwedisch angeht, auch noch Sachen reinsuchen. Also darum müssen wir uns morgen kümmern, dass wir hier auch einfach noch, dass wir da auch uns noch was Cooles raussuchen, weil wir haben echt viel Prestige gerade und das sollten wir auf jeden Fall nutzen, um hier kriegskunsttechnisch noch was reinzuballern an quasi, dass wir an der nordischen Sache auch arbeiten. Also wir bleiben auf jeden Fall kriegslustig, auf jeden Fall. Aber da gibt's, glaube ich, ach, Kriegsführung, guck mal. Da können wir auf gleichberechtigt gehen. Das ist ja geil. Das müssen wir dann, das müssen wir uns in Ruhe angucken nächstes Mal. Das müssen wir uns in Ruhe angucken. Eigentlich morgen, das nächste Mal, nächste Woche. Ich habe morgen gesagt, ne? Aus eigenem, aus einfach Bauchgefühl raus. Ich meinte nicht morgen, ich meinte, das müssen wir uns generell, müssen wir uns das angucken. Gleichberechtigt ist super, die doppelte Zahl an Kämpfern. Ja, so sehe ich das auch. Ich glaube, gleichberechtigt ist the way to go, den wir da brauchen. Ja, dann lasst uns das noch schnell machen. Das müssen wir sowieso machen. Also, wir wollen auf jeden Fall, in 30 Jahren, haben wir Frauen und Männer, die kämpfen können. Finde ich gut. Finde ich geil. Das finde ich geil. Ey, ich freue mich gerade mega, dass das geklappt hat. Kann man dann noch Schildmeiden und Burschen nennen? Ich glaube nicht. Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das fällt dann weg. Ich glaube, dass dann diese Auftrittsehre allgemein überflüssig wird. Das heißt, wir tauschen dann die Auftrittsehre einfach gegen was anderes. Hallo Peggy. Da tauschen wir das einfach gegen andere Sachen. Wir haben ja hier, ich kann gerade nicht neu reformieren, aber wir haben nur 4 von 6 Kulturreformationen gerade. Das heißt, da kommt auf jeden Fall noch ein paar, kommen ein paar Sachen noch auf uns zu. Da kommen noch ein paar Sachen auf uns zu. Dankeschön, Narato, für die 4 Monate. Vielen lieben Dank. Und hallo, Luca. Ah, geil. Geil. So, ihr süßen Mäuse. Ich werde mich aber für heute von euch verabscheuen. Weil ich habe tatsächlich morgen in der Früh irgendwie um 7:30 geht mein Wecker wieder, weil ich habe meine erste Fahrstunde morgen in der Früh. Und ich möchte unbedingt ausgeschlafen sein für meine Fahrstunde morgen.